Geht's bei dir? Ma. Ma. Ma, es geht. Ja, genau. Ja. Und? Es gibt so viel zum Horchen und zum Lesen, dass man gar nichts anderem kommen mehr. Es ist das Einzige, dass man sich selber mal wirklich analysiert. Das ist. Es ist, die wesentlichen Sachen sind so offensichtlich, wenn man schaut, wenn man mit dem Geist schaut. Mhm. Ich habe in den letzten Selbstgespräche habe ich etliche Male darauf hingewiesen, dieser Wechsel, die Heiligkeit. Was ist die Heiligkeit? Das ist ja das, was man selbst ist. Das Unzerstörbare. Ja. Aber es zerstört sich, ohne sich zu zerstören. Dieses Zeigen ist unheimlich wichtig. Was jetzt die Eigenart ist, dass wir hier zwei Sachen haben. Wenn du was siehst, bist du einseitig. Egal, was du siehst. Ja. Dann bist du in dem chronologischen Denken. Ja. Du sagst, jetzt ist es hell und jetzt ist es dunkel. Der erste Sprung ist, dass man sich erhebt, dass man begreift, wieso glaube ich eigentlich, dass hell und dunkel abwechseln. Was hundertprozentig sicher ist, wenn es hell ist, ist es jetzt hell. Wenn es dunkel ist, ist es jetzt dunkel. Jetzt ist irgendwas in einem drin, das, was ich den zweiten nenne, die Logik nenne, die sich das nacheinander vorstellt. Aber ich habe tausendmal erzählt, was du denkst, kannst du immer bloß jetzt denken. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Ja. Ich weise nochmal auf das Bücherregal hin, wo alle Bücher da sind. Und in dem Moment sind auch alle Seiten und alle Worte in den ganzen Büchern da. Ja. Wenn ich jetzt zum Lesen anfangen will, muss ich das dann mal ein Buch selektieren, dann muss ich eine Seite selektieren, dann muss ich eine Zeile selektieren. Es ist immer im Hintergrund alles existierend und nur das, was ich sehe. Man muss sich klar machen, was das Wort Existenz bedeutet. Du mal kurz was sagen, Toni weiß Rausch ein bisschen. Ach so, ja. Aha. Das ist passt schon. Gut. Es ist also so, dass das Prinzip unheimlich wichtig ist für deine geistige Entwicklung. Ja. Jetzt ist der nächste Sprung, ich kann mir durchaus was Heiliges denken. Das heißt, dass wenn eine Welle auftaucht, dass das nie nacheinander kommt. Mhm, jetzt mache ich nochmal nur kurz angesprochen, wenn ich mich erhebe und ich frage mich, warum habe ich den Eindruck, dass hell und dunkel abwechselt, dann werde ich mir jetzt erst einmal an mein heliozentrisches Weltbild denken, das wohlgemerkt nur ein logisches Konstrukt ist. Das ist diese Erdkugel, die von einem Scheinwerfer angestrahlt wird, und wenn die sich dreht, ändert sich hell und dunkel nicht. Das heißt, es ist zwangsläufig, in dem Moment, wo ich sage, jetzt ist es hell, ist es im selben Moment auch finster. Mhm. Ich meine nur, dass es vorher finster war, weil ich glaube, dass ich ein sterbliches Säugetier auf dieser Kugel bin, die ich mir selber ausdenke. In dem Moment denke ich mir die Kugel aus und mich auf die Kugel, obwohl ich doch eigentlich der bin, der sich das ausdenkt. Ja. Okay, das ist jetzt ganz wichtig. Ja. Wenn man das verstanden hat, das gilt übrigens für alle Polaritäten, man muss sich lösen von dem zwanghaften chronologischen Denken. Ja. Das ist immer wieder die kleinen Metapher, wie elementar wichtig das für deine ewige Glückseligkeit ist. Ist zum Beispiel, wenn ich eine Zeile anschaue, wenn ich sage, wenn ich die Zeile anschaue, sind alle Worte gleichzeitig da, da gibt es nichts zu diskutieren. Will ich aus diesen Worten Geräusche machen, die aussprechen, auch wenn ich das nur gedanklich mache, kann ich jedes Wort in dieser Zeile, das jetzt da ist, auch immer nur jetzt aussprechen. So ist es, ja. Es ist aber die Logik, meint, es kommt dann, ich spreche die zeitlich nacheinander. Scheinbar. Es ist auch, wenn ich jetzt an die Datei denke, auf der dieses Video drauf ist, dann fängt diese Datei zu existieren an. Es ist aber auch dann da, wenn ich sie nicht denke. Ja. Genau. Das ist jetzt eigenartig, dass mir klar werden muss, existieren, Existenz, das Heraustreten aus, ist definitiv das, was ich zu sehen bekomme, was meine Information ist. Ja. Und zu fragen, wo kommt meine Information eigentlich her? Die kommt immer aus dieser tiefe liegenden Kollektion, wenn ich das Prinzip verstanden habe. Und niemals von außen. Genau. Das ist das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da außen. Ja. Du wirst jetzt merken, dass zum Beispiel, und jetzt mache ich, ich setze jetzt von den alten vorhergehenden Selbstgesprächen setze ich die etwas aneinander. Ich mache mal das Problem Internet, wo ich immer auf den Udo bezog. Ja. Zu einem funktionierenden Internet gehört zwangsläufig ein nicht funktionierendes Internet. Mhm. Das ist die Gedankenwelle. Zum Lärm gehört die Stille und zu hell gehört Dunkel. Zur Gesundheit gehört die Krankheit.
Wenn ich an das eine nicht denke, ist das andere auch nicht da. Ja. Das heißt, sobald ich eine Gedankenwelle aufspanne, wenn man die ganzheitlich sieht, ich sage jetzt einfach mal plus 5, minus 5, existiert die eigentlich gar nicht. So ist es. Ja. Sobald ich mir jetzt die ganze Welle denke, hell und dunkel gleichzeitig, muss ich auf eine höhere Position gehen, so wie bei unserer Erdkugel, die vom Scheinwerfer angestrahlt wird. Jawohl. Das ist der Aufstieg deines Geistes. Das nochmal klar zu machen, ich habe das zigfach erklärt. Ich setze mal für das funktionierende Internet, setze ich jetzt einfach mal einen Wasserberg. In unserer Badewanne, wo ich immer wieder sage, entsteht der Wasserberg durch das Wellental, das eigentlich nichts ist. Jetzt könnte ich sagen, das funktionierende Internet ist der Berg und das nicht funktionierende Internet ist der Tal. Wenn wir jetzt nochmal skypen oder du schaust dir ein Video an, funktioniert dann dein Internet, sobald du das denkst, sagst du selbstverständlich, sonst könnt ihr das Video nicht anschauen. Der Witz ist, ein funktionierendes Internet als Gedanke existiert nur in dem Moment, wo du ein funktionierendes Internet denkst. Dann entsteht im selben Moment das nicht existierende Internet, so wie wenn du einen Wellenberg anschaust, zwangsläufig eher ein Tal da ist, auch wenn dir das nicht bewusst ist. Ja, ja. Diese Kleinigkeit ist extrem wichtig. Das gilt nämlich für alles. Pass auf, Toni, angenommen, du schaust dir einen alten Film an aus den 50er Jahren. Irgendwie Cary Grant. Was jetzt interessant ist, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ja. Existiert eigentlich diese Datei, wenn du den Film anschaust? Die existiert nicht, weil existieren tut nur das, was du als Information anschaust. Sie ist selbstverständlich da. Wir gehen dann ganz kurz einmal genauer in die Worte ein. Okay? Ja. Aber jetzt mache ich einen Tritt weiter. Angenommen, du schaust jetzt einen normalen, aktuellen Film an, existiert eigentlich die Farbe, wenn du nicht an die Farbe denkst? Da wird jetzt deine Logik sagen, selbstverständlich. Interessanterweise, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film anschaust, während du den anschaust, fällt dir gar nicht auf, dass der schwarz-weiß ist. Du musst zuerst ganz bewusst denken, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, dann siehst du einen Schwarz-Weiß-Film. Während du den Film anschaust und du bist fokussiert auf die Handlung, musst du dir eigentlich eingestehen, dass dir das gar nicht auffällt, dass da gar keine Farbe da ist. Genau, so ist es, ja. Ja. Wenn man das jetzt auf sich merken, ich mache ein anderes Beispiel. Wir fahren mit dem Auto. Ich fahre mit dem Holger mit dem Auto. Und dann sage ich, das ist ein altes, 30 Jahre altes Beispiel bei mir. Existiert eigentlich die Windschutzscheibe, wenn du Auto fährst? Deine Logik sagt selbstverständlich, weil du in dem Wahn lebst, dass du meinst, dass wenn du jetzt eine Information vorliegen hast, dass diese Information auch unabhängig von dir da außen ist, wenn du sie nicht denkst. Ich sage, das, was du nicht bewusst denkst oder unbewusst denkst, existiert für dich nicht. Das heißt, sobald ich die Windschutzscheibe anspreche, existiert die natürlich. In deinem Normalen, wenn du alleine viel unterwegs bist, existiert die immer bloß, wenn es zum Regnen anfängt, dass du sagst, ich muss den Scheibenwischer anschalten oder wenn auf dem Mücken drauf sind, dass er verschmiert ist. Aber im normalen Betrieb existiert deine Windschutzscheibe nicht. Du musst dir klar machen, dass das, was du zu sehen bekommst, das Existierende ist immer nur die momentan von dir angeschaute Information. Die natürlich sehr komplex sein kann. Das ist auch das alte Beispiel, wenn ich sage, jetzt Information ist, ich fülle meinen Körper, ich nehme ein Buch in die Hand, ich schlage das Buch auf, dann schaue ich die Seite an, dann sehe ich die Worte, dann fange ich zum Sprechen an. Das ist das, was ist in meinem Kopf natürlich, wenn ich zum Lesen anfange. Und jetzt ist es hochinteressant, wenn das ein spannender Roman ist und mich fasziniert die Geschichte, wirst du feststellen, dass du in einen komplett, du Geist, in einen komplett anderen Zustand kommst. Ja. Plötzlich kommt ein Geräusch, das nicht zur Geschichte gehört. Das ist ein Reizauslöser. Ich sage Klingelingeling. Schlagartig sitzt du da, hast das Buch in der Hand und dein Telefon klingelt. Jetzt ist dann die Frage, wo ich sage, wenn du jetzt hinschaust und du siehst die Seite 100, hast du die letzte Zeit, jetzt machen wir Vergangenheit 50 Mal umgebrettert und deine Logik wird sonst selbstverständlich, sonst hätte ich ja nicht lesen können. Was aber Fakt ist, wenn du dich in einem Buch verlierst, wirst du eigentlich nur zu einem Kopfkino, wo ein Film läuft. Und in dem Moment ist das Buch so viel wie die Datei, die DVD, wenn du dir einen Film anschaust, und so wenig wie die DVD existiert, während du dich in den Film geistig einklingst. Ja. So wenig wie diese DVD existiert, obwohl sie da ist, genauso wenig existiert das Buch, wenn du einen Roman liest, an spannenden, über weite Seiten. Ja,
Je mehr du das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher und das ist überprüfbar. Das ist aber nicht überprüfbar in dem Moment, wo du permanent wieder konstruierst. Das ist jetzt, pass auf, jetzt kommt die Sache. Jetzt, das ist jetzt das Beispiel, wenn ich sage, Toni, wo war jetzt die ganze Zeit deine Brille? Wenn du jetzt der Toni bist, wirst du feststellen, die Brille hat nicht existiert. Und jetzt, sobald du die Brille denkst, spürst du die. Ich könnte jetzt zu dem, der vom Computer sitzt und sich das anhört, sage ich jetzt ganz einfach mal zu dieser Figur vom Computer, ich spreche ja nie mit Figuren, die ich mir ausdenke, sondern mit dem Geist. Ich frage jetzt mal den Geist, der sich jetzt vor einem Computer hinsetzt und sich dieses Video anschaut. Jetzt denkst du an deinen Körper. Jetzt erschaffe ich einmal was, was die ganze Zeit nicht da ist. Ich nehme mal das Beispiel. Denke mal jetzt an deine Beine, an die Zehen und wackel mit den Zehen in den Füßen. Wackel mit den Zehen in den Füßen. Die spürst du jetzt. Wo waren die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Du musst dich von dem Glauben lösen, dass du meinst, eine von dir wahrgenommene Information, du musst dich von dem Glauben lösen, dass diese Information auch dann existiert, wenn du nicht an sie denkst. Aber jetzt kommt der Witz. Jetzt achte auf deine Beine unten und jetzt frage ich dich, waren die seit Beginn des Videos da? Da kann man jetzt erst einmal sagen, nein. Die haben in dem Moment zu existieren angefangen, diese Zehen, die du dir jetzt ausdenkst und die Beine, nachdem ich das angesprochen habe. Ja. Im Anfang war das Wort. Aber wenn du dich jetzt fragst, war jetzt meinetwegen die letzten paar Minuten diese Zehen und die Beine da, dann denkst du dir eine Vergangenheit, die denkst du jetzt. Das ist immer, wo ich sage, du spannst ein Zeitfenster auf, aber jetzt ist 5 Minuten oder 10 Minuten sind, spielt keine Rolle. Und in dem Moment, wo du dich fragst, waren meine Beine, war mein Körper die letzten 10 Minuten da, war die Brille die letzten 10 Minuten da, legst du, dann denkst du ja an das und du legst es über diese angeblich vergangenen 5 Minuten drüber und so erzeugst du das Gefühl, dass das die ganze Zeit da war. Das, du hast hundertprozentig das Gefühl, dass die ganze Zeit deine Beine da waren. Ja. Weil während du dich das fragst, denkst du an deine Beine und legst es praktisch gefühlstechnisch über diese Vergangenheit, wo du meinst, es war vorher. Ja. Das heißt, wenn du jetzt nochmal, wenn du jetzt ganz normal im Internet surfst, denkst du nicht an das Internet. Du denkst immer nur das, es existiert immer nur das, was du denkst. Ja, und wenn die Logik sagt, ja, das muss ja funktionieren, sonst könnte ich ja nicht im Internet sein. Nein, da ist dieser Zustand da. Ein funktionierendes Internet und ein nicht funktionierendes Internet ist wie plus 5, minus 5, existiert nicht, bis du jetzt an das Internet denkst und dann denkst du, wenn es geht, nur an das funktionierende Internet und wenn es nicht funktioniert, weil es abstürzt, denkst du nur an das nicht funktionierende Internet und die andere Hälfte denkst du dir immer vorher. Ja. Das heißt, sobald jetzt dein Internet abreißt, wird dir bewusst, dass das nicht mehr funktioniert, weil du jetzt an das funktionierende denkst, glaubst aber, das hat vorher funktioniert. Ja, ja, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es abgerissen ist. Genau. Was ich jetzt hier mache, kannst du auch mit gesund und krank setzen. Das heißt, ich könnte jetzt zu dir sagen, hast du dich, während du aufmerksam zugehört hast, gesund oder krank gefühlt? Wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da. Und sobald du dir denkst, ich habe mich gesund gefühlt, dann kannst du wieder sagen, ja, ich war ja die ganze Zeit gesund. Ja. Was dir nicht bewusst ist, dass da immer auch die andere Hälfte im Hintergrund ist. Das ist die Sache auch, wo ich immer sage, pst, ist jetzt schön still. Ja. Sobald du an Stille denkst, ist Lärm da. Bloß, wenn jetzt still ist, etwas, ein Gedanke, den du eigentlich gar nicht wahrnehmen kannst, muss zwangsläufig ein Lärm dazugehören, den du dir natürlich, wenn es jetzt still ist, die Stille kannst du nur deshalb hören, weil du im selben Moment an Lärm denkst, wo du aber meinst, der ist vorher gewesen oder der ist jetzt irgendwo räumlich woanders. Ja. Wenn man das zerdenkt. Ja. Das muss man irgendwann einmal überwinden, dass du in eine Heiligkeit kommst, dass du schlichtweg und einfach diesen einfachen Satz, was du zu erleben bekommst, ist ein ständiger Wechsel von Bildern, die nur existieren. Dieses Existieren, das nenne ich mir ja da. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in Geometrie Explorer rein. Ja. Pass auf, ich tue mal da zum Bildschirm, den Bildschirm haben wir ja schon mal, den Bildschirm übertragen. Okay? Ja. Wir haben das, ich sage immer als erstes, dieses da. Wir machen zuerst mal das Einfache, die geöffnete Schöpfung blau. Ja. Ich mache ein Wort Anfang. Nee, halt.
ganzes Wort, dass wir bloß einmal das hier haben. Mhm. Das heißt jetzt hier, darum sage ich, diese Tabelle ist so wichtig, die gilt für alles. Wir haben es erst einmal geöffnet, eine geöffnete Schöpfung. Ja. Mhm. Das ist, wenn was existiert. Mhm. Dazu gehört immer im Hintergrund was nicht existieren, das ist der geschlossene Schöpfer jetzt. Mhm. Macht jetzt im ersten Moment ein wenig Sinn. Das heißt also hier praktisch, der Schöpfer praktisch für einen Film wäre die DVD. Ja. Mhm. Jetzt da müssen wir da nicht tiefer gehen, weil wir ja noch einen Computer brauchen, Festplatte brauchen, einen Computer brauchen, ein Betriebssystem brauchen. Was mir wichtig ist, schau, das ist jetzt das Wort für Schmerz, für Trauer. Mhm. Schmerz ist immer Scham Eris. Ja. Logische Gestaltwertung der Erde. Mhm. Ich kann das Eris natürlich jetzt lesen als Ares. Ja. Wir wissen das, aber ich gehe das nochmal durch, dass man das Prinzip versteht. Weil es ist ja interessant, der das jetzt anschaut, das Video, es hängt ja davon ab, welchen Intellekt du zum Denken benutzt, das heißt, wer du zurzeit zu sein glaubst, du hast ja deine Filter eingeschalten. Ja, ja. Und dieses Erde ist unser erwecktes Wissen. Mhm. Okay? Ja, ja. Mhm. Ich kann das Gebiet lesen, dann sage ich, der Geist in mir, Gebi, wie heißt in mir, wird zur Zeit, zu einem Augenblick. Ja. Bist du dabei? Ja, natürlich. Viel interessanter ist natürlich diese Radix Geb. Auf die Geb Radix bin ich extrem oft eingegangen. Ich klicke sie bloß nochmal an. Ja. Mhm. Was macht er dann jetzt? Kleinen Moment, weil er sich aufhängt. Mhm. Der Geometrie Explorer. Geb. Mhm. Das ist diese, der Bugel, das Erhöhte, die Erhöhung, die Erwiderung. Die Felge ist ein Drehen, ein gewölbtes, das jetzt zu einem Grabe, zu einem Gruben wird. Die Rückseite, das ist diese Schwingung, die hier passiert. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. Okay, jetzt ja, ja. Pass auf. Wir können das da natürlich, muss man nochmal ganz zurück. Wir können dieses da, wir gingen da nochmal rein. Mhm. Den Schmerz haben wir gehabt. Ja. Scham ist der Name der Erde. Eine logische Gestaltwertung, wenn wir das blau lesen, der Scham der Erde, das habe ich jetzt Ares geschrieben. Ja. Wir können das Ares natürlich auch als Ares lesen. Dann hast du eine erweckte Geburt. Geburt, genau, mit Zade. Mhm. Jetzt kommt das Grauen, das Einschüchtern, das Erschrecken. Du merkst, das hängt jetzt schon wieder mit dem da zusammen. Ja. Mhm. Man müsste jetzt hier das sich wirklich Zeit lassen. Das große Problem ist, dass der normale Mensch keine Zeit nimmt, sich selbst zu erforschen. Mhm. Ja. Das sind immer die kleinen Tipps, die dabei sind. Zuerst einmal ist es eine erweckte Geburt. Das habe ich gerade gesagt, blau gelesen. Ja. Das Wort heißt, der Geist wird zu einer doppelt aufgespannten Alternieren. Alternieren, genau. Mhm. Pur, P-U-R gelesen, setzt es los. Ja, pur, genau. Das Schicksal. Und das heißt, du wirst in Schrecken versetzt. Chedi, du wirst in Schrecken versetzt. Ja. Dein Schicksal ist, dass du dich ständig selbst in Schrecken versetzt. Ja. Diese Schinner, diese logisch berechneten Ecken, ist unser Tetraederspiegel und das wiederum ist die Datei, die du zum Denken benutzt. Mhm. Die ist sehr gefiltert. Lass das einfach so stehen. Ihr wisst, ich sage, jedes Wort, das ich jetzt erkläre, müsste ich auf 400 Seiten Buch machen, wenn ich genauer war. Aber mir geht es, dass du das Prinzip verstehst. Genau. Mhm. Wir sind Geistesfunken, sind ein Geist. Mhm. Geistesfunken sind wir, wenn wir zu den Leser von den einzelnen Leben werden. Und das Wir ist praktisch das JCH, das vor dem Bücherregal steht. Ja. Mhm. Du wirst ab heute ist immer jetzt, nichts Ausgedachtes mehr fürchten. Ja. Denn ab heute ist dir bewusst, ich Geist selbst bin ewig. Mhm. Egal an was ich denke. Mhm. Ich existiere nicht, wenn ich nicht an den denke, der ich zu sein glaube. Ja. Aber ich bin trotzdem da, rot geschrieben. Ich bin dieser geschlossene Schöpfer, der sich immer wieder von Moment zu Moment mit einer neuen Information öffnet. Ja. Okay? Ja. Mhm. Da können wir jetzt nur ewig weitermachen. Jetzt haben wir aber eine zweite Möglichkeit. Das heißt, wir können das da schreiben mit 70. Das spricht man auch da. Jetzt haben wir einen geöffneten Augenblick. Genau. Mhm. Den kann man auch blau lesen. Das ist ein geöffneter Augenblick. Und eine geschlossene Quelle. Die geschlossene Quelle wäre jetzt unsere Datei. Wenn du einen Film anschaust, und ich kann nicht oft genug sagen, wenn du Geräusche hörst über einen Lautsprecher, wenn du Bilder siehst, die ständig im Jetzt sich austauschen, immer im Jetzt, ändert es nichts an der Datei, die bleibt absolut unversehrt. Ja. Und dieses da,
heißt ja das Erkenntnis des Wissens. Das ist dein momentanes Wissen. So ist es, ja. Mhm. Okay? Das ist, man merkt jetzt, dass diese Schöpfungswesen sehr, sehr tief sind, sehr interessant sind. Was natürlich noch ist, selbst wenn ich jetzt das runter reduziere, das ist ein geöffneter Augenblick blau gelesen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal alle Werte mit 74 anschaue. Mhm. Man muss natürlich Sachen haben, dann hast du zuerst einmal einen Geschlechtstrieb. Macht im ersten Moment überhaupt keinen Sinn. Ja. Okay, man muss wissen, Geschlechtstrieb ist immer wieder das Verbinden wollen zwischen Denker und Ausgedacht. Genau. Das erfordert das absolute Einverstandensein. Mhm. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel lesen, die Schöpfung A in mir. Ich kann auch ablesen, das heißt mein Aufblühen. Ja. Mhm. Ist eine aufgespannte Existenz, die ich wahrnehme. Ja, genau. Mhm. Okay? Ja. So ist es, ja. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt die Zeichen, wenn ich jetzt wirklich was verstehe. Jetzt heißt, ich bitte, ich bat, ich suchte, ich begehre. Nach was begehrst du, nach was, um was bittest du eigentlich? Um Vollkommenheit? Vollkommenheit bist du schon, du hast es bloß vergessen. Okay, dann ist das Nächste, ich teile, ich werde mitteilen, ihm erzählen, das ist das Spiel zwischen roten Ich und dem JCH und dem roten Ich. Ja. Das heißt, ich Geist erzähle dir Geistesfunken von mir, wer du bist. Ja. Und ich erkläre dich und ich löse dich von dem, was du zu sein glaubst, wenn du dich zu mir bekennst. Ja. Mhm. Das sind jetzt nur kleine Auszüge. Mhm. Jetzt haben wir hier wieder Agiain. Das ist jetzt noch rot geschrieben, das ist ein alter Eintrag. Ja. Ich werde etwas berühren, anfassen, antasten, das ist immer meine Information. Ja. Mhm. Das heißt auch, ich werde hochfahren. Ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen. Mhm. Wenn was in dir hochfährt, dann erzeugt das meistens Feinde. Mhm. Das ist aber das Feind, wenn du das wieder bloß negativ liest. Die Facetten schaltet sich ein und die wird zu deinem Wissen. Als D gelesen, als Augenblick. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Jetzt haben wir seine Ohren, das sind ja die Ohrenbohrungen. O ist immer das Kreisen. HR heißt, das Kreisen einer wahrgenommenen Berechnung wird praktisch zu einer Existenz. Existenz, ja. Und HR ist ja der Berg. Aber zu einem Berg gehört immer das Tal. Tal. Mhm. Jetzt kommt 74, ich will weise sein. Ich will lernen, ich will etwas erforschen. Mhm. Du musst dich zuerst einmal selbst erforschen. Wir können jetzt das unendlich weiterführen. Und du merkst, dieses Prinzip ist nicht, dass du das jetzt wissen müsstest. Das hängt immer von deiner geistigen Reife ab. Mhm. So, das einmal wieder zurück. Das ist also hier, diese extreme Komplexität geht nur mit dem Chat-Denken. Ja. Das habe ich so oft erklärt. Das Chat ist ja, wenn ich Chat sage, kann man ja vielfältig. Ist ja zuerst einmal der Buchstabe Chat als Kollektion, schreibt sich ja Chat. Ich habe da oft darauf hingewiesen, dass das E, das mir aussprechen, mir auch ein J, ein I setzen können. Du hast es schon im Englischen. Das heißt, die Engel, die schlafen, wenn die ihr Alphabet anschauen. Im Englischen haben wir A, B, C, D, E. Mhm. Ja. Was wir E nennen. Und das ist dann das Leben, die Lebendigkeit, das Chit. Aber die Lebendigkeit entspringt immer aus einer Kollektion und das ist dein momentaner Schwamminhalt. Und was der Heilungsprozess ist, ist einfach nur das Einverstandensein. Mit allem, was in dir auftaucht, Einverstandensein. Wenn du den Doppelschritt gehst, wirst du zuerst einmal beobachten, dass dein Ego sich mit aller Gewalt dagegen wehrt, mit allen einverstanden zu sein. Es zwingt sich immer wieder in die Entheiligung, in die Einseitigkeit. Ja, genau. Das ist es. Das ist wirklich Lernen, Loslassen vom Nicht-Einverstanden-Sein. Ja, ja. Mhm. Ich sage, trainiere das in Kleinigkeiten. Mhm. Ja. In den kleinen Alltäglichkeiten, wo dir bewusst werden muss, dass du schon wieder nörgelst, dass du dich schon wieder aufregst. Dieses RGN heißt der Murren, sich aufregen. Mhm. Aber das ist das Regen in dir, ist die Bewegung in dir, die du dir selber ausdenkst. Mhm. Du setzt dich ständig in Bewegung. Ja, ja. Du meinst, du läufst von A nach B und das sind alles vorgestellte Außenwelten, die eigentlich sich nur in dir in einem ständigen Wechsel von Bildern abspielen. Ja. Mhm. Das ist wie mit der VR-Brille oder ein ganz einfaches Beispiel, wenn du mit dem Auto fährst und du denkst dir jetzt, die Windschutzscheibe wäre ein Monitor
und du spielst ein Videospiel und du läufst durch die Welt oder du spielst ein Autorennspiel und du fährst über die Rennstrecke. Mhm. Und dann schaust du da in dieser Simulation aus, du hast das Lenkrad vielleicht vor dir und die Windschutzscheibe und du denkst dir, die Windschutzscheibe ist jetzt der Monitor. Und das sind ständig wechselnde Bilder und du fährst eine Runde nach der anderen auf dieser Rennstrecke. Genau. Du setzt dich in Bewegung. Wie oft habe ich oft gesagt, jetzt schließ die Augen, stell dir vor, du bist in der Küche, stellst dich vor den Kühlschrank hin, jetzt gehst du raus, durch den Flur, ins Schlafzimmer, du öffnest die Schlafzimmertür, du gehst ins Schlafzimmer, ich spreche Worte und wenn du zumachst und du verbildest diese Worte in deinem Kopf, kriegst du ganz individuelle Bilder, abhängig von deinem Programm. Ja. Weißenburg-Vortrag, überall in die Vorträge, wo ich das Spiel mache und wenn da 200 Mann drin sind, wie ich immer wieder sage, dann spreche ich dieselben Worte und je nachdem, wer du zu sein glaubst, räumst du illusionär in deinen Kopf durch eine andere Wohnung. Das ist die Wirklichkeit. Das ist es, ja. Solange du in dem Wahn lebst, dass irgendetwas, was du jetzt denkst, auch unabhängig von dir, da außen ist oder schon vorher da war, wirst du lang. Ja. Es ist ein Riesengeschenk, dass ich dir das mitteile. Aber du musst es selber. Und was jetzt ganz wichtig ist, es geht nicht darum, dass du an deinem momentanen Dasein irgendwas verändern müsstest. Mhm. Ich sage, du hast die Rolle zu spielen wie ein Schauspieler. Du hast einfach nur zu verstehen, dass du dieser Schauspieler bist, der die Rolle spielt. Wenn ich jetzt sage, dass du ein träumender Geist bist, dass du dir deine eigene Rolle, die du aus deiner Ego-Perspektive heraus siehst, dass du dir auch die ganzen anderen Menschen ausdenkst, die dir dann um dich herum erscheinen. Aber hättest du ein anderes Programm, wärst du einer dieser anderen Menschen und dann wäre das, was du jetzt zu sein glaubst, bloß eine momentane Erscheinung. Immer im selben roten Kopf. Ja. Das ist jetzt wichtig, es gibt bloß einen roten Kopf. Der rote Kopf ist der JCH. Ja. Der kann sich jetzt eine riesen Bibliothek vorstellen mit verschiedenen Programmen und sobald er ein Programm in sich laufen lässt, kommt er genau in diese Welt. Ja. Dann spielt sich in dem roten Kopf diese Welt ab. Jetzt muss aber wichtig, wenn du das nächste Buch liest, du liest die Bücher nie zeitlich nacheinander. Das ist das eigentliche Chat, diese Riesenkollektion, dass jeder, so wie die Worte alle gleichzeitig da sind, aber eben in Chats, Kollektionen können die immer nur jetzt angeschaut werden. Ja. Ist die Welt der Bilder so unheimlich trügerisch, wenn man meint, wenn man was sieht, man wüsste, was das ist. Ja. Schein. Der Schein. Es ist immer nur eine winzige Facette, sobald du in der Welt der sichtbaren Information, der fühlbaren oder der gehörten Information bist, das, was existieren anfängt. Es ist ein ganz kleiner Bruchteil von einem darunter liegenden Ordner. Ja. Das ist immer wieder, wo ich sage, du hast deine Küche noch nie gesehen. Wenn du was siehst, ist das Bild, das du hast, nicht die Küche. Ja. Sondern nur ein kleiner Blickwinkel von der Küche. Ja, genau. Hier wieder gehört zu einer Wohnung, aber jetzt sind wir schon im Bereich mit den Zimmern, die man nicht sehen kann, weil für Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer gilt dasselbe. Und wenn man jetzt als Wohnung, zum Beispiel gibt es ja auch eine Möglichkeit, wohnst du in einem Einzelhaus, wie die Donis mit Doni-Programm oder wie der Udo in einem Block, dann ist das eine Wohnung von vielen Wohnungen in dem Haus. Das Haus wiederum kann ich auch nicht anschauen, wenn ich vor dem Haus stehe und ich sehe das Haus, den Hauseingang oder die Seite, dieses Bild ist ja nicht das ganze Haus. Genau. Das Haus ist wieder bloß eine Facette aus einer Straße, die Straße eine Facette aus einer Stadt, der ich jetzt einen Namen gebe. Diese Stadt Weißenburg ist wieder bloß eine Facette aus dem großen Ordner Städte. Ja. Städte wiederum sind in den Ordner Deutschland oder in den Ordner Italien oder in den Ordner, was ich mir halt ausdenke. Es ist eine unendliche Vielfalt in dir, die eigentlich gar keine Vielfalt ist. Das ist das Verrückte. Man muss verstanden haben, was ein Kontinuum ist. Ja. Das kann man leicht darstellen, indem ich sage, die 200 Gramm rote Knete, dein eigener Geist kann unendlich viele Formen annehmen. Die Betonung liegt auf unendlich. Unendlich ist wiederum nichts. Ja, ja. Weil sich die beiden Extreme immer wieder verbinden. Genau. Auf der höheren Dimension. Erinnere dich, wo ich sage hier, dass Zeit als Ewigkeit gedacht, eine aufgespannte Strecke von unendlich vielen Zeitpunkten sind, die aber alle jetzt sind. Ja, ja. Ich zitiere nochmal hier, jetzt denke ich mir an Stephen Hawking aus, der zwar dann irgendwann nochmal mitkriegt, da muss eine imaginäre, eine illusionäre Zeit da sein, aber im selben Moment dann wieder an seinem Urknall
hält den, dass ich an die Vergangenheit denke. Mhm. Jetzt ist ja hier die Darstellung eindimensional, dass aus der Urknall hat sich was ausgedehnt, die Zeit, und es wird irgendwann nochmal wieder in den Punkt zurückfallen. Ja. Aber der Witz ist, dass wenn sich was ausdehnt, wenn ich eine Kreisführung mache, da was herkommt, fällt es auch wieder zurück. Weil Anfang und Ende dasselbe ist. Anfang und Ende ist nämlich auch das. Genau. Ich kann nicht sagen, das ist der Anfang und das ist das Ende, sondern Anfang und Ende ist das hier. Es kommt aus dem Punkt und es fällt in den Punkt wieder rein. Wieder rein, genau. Darum ist diese, immer wenn man das eine wachsen lässt, wächst die andere Seite automatisch mit. Ja, genau. Darum sage ich gerade mal diese einfachen Sätze, was ich jetzt wieder erklärt habe, was eigentlich jeder verstehen kann, wenn er kein übermächtiges Ego, kein zweiten habt, das auf stur stellt. Stur ist ja ungeordnet, wild widerlegt, diese Rechthaberei. Dass ich immer nur sage, in deinem momentanen Traum, wie viel Scheiß muss ich dir in Bezug auf intelligente Menschen eigentlich noch einspielen, bis du merkst, was das für geistlose Zombies sind. Die übrigens nichts dafür können, dass sie von dir so geträumt werden. Ja, ja. Die Menschen in deinem Traum sagen wesentlich mehr über deinen Charakter aus, wie das, was du glaubst, was dein Charakter ist. Wir können jetzt ganz kurz in das Du bist ich reingehen, wo ich immer wieder sage, ich bin bloß ein Spiegel. Ja. Jetzt, als ich meine ich jetzt den Udo oder das Buch. Das, was du von mir denkst, sagt mehr aus über dich wie über den Udo, weil ich bloß deinen eigenen Charakter spiegel. Bist du neugierig, bist du begeistert oder sagst du, was ist das für ein Arsch? Spiegel. Genau. Das ist, man muss das so oft hören, darum wiederhole ich und wiederhole ich, weil ich immer wieder merke, in dem normalen Alltag, auch jetzt auf dieser Bröselebene, durch diese Filterung in der Geistesfunktion, wie schwer das einem fällt, wenn ich sage, verdammt nochmal, was hindert dich dran, einfach einverstanden zu sein? Das Ego. Wenn du oft Filme anschaust, ich kenne das ja in meiner Udo-Welt, mit dem Udo-Programm kenne ich das als personifiziert gar nicht, ich kenne das bloß aus den Filmen, wenn dann die Jets und ich sind, dann was runterhauen, dann voll ausrasten, dass du wirklich merkst, das ist wie eine Maschine, wo die Sicherung durchbrennt. Genau. Das Ding macht, was es will. Ja. Nein, es macht das, was es tun muss, programmabhängig. Und das zu überwinden, heißt das eigene Ego überwinden, ist ganz einfach, du musst dich bloß zum Beobachter von dem Ego machen. Aber das ist dann, was du zu dem roten Ich, das immer noch mit dem Ego, mit dem blauen Ich verbunden ist, mit dem du diese von dir geträumte Welt generierst. Ja, ja. Das ist die Schwierigkeit, weil jetzt diese Regeln, wo ich die Sache mit dem blinden Arschloch, wo ich so oft anspreche, wo ich auch immer wieder sage, du bist der Erste, der es mitkriegt, wenn du das wirklich verstanden hast. Solange du dich bei irgendeiner Kleinigkeit aufregst, hast du es noch nicht verstanden. Ja. Jeder Beobachter, der mit was nicht einverstanden ist, und es gilt auch, wenn du dein Ego beobachtest. Das ist halt die Falle in Holofeeling, weil jetzt in deinem Programm durch Holofeeling drin ist, du musst lernen, einverstanden zu sein. Das ist dieser einfache Satz, fordere dein Wille geschehe. Ja. Oder dieses Liebe deine Feinde, wo ich immer wieder sage. Deine ausgedachte Welt gibt es keinen einzigen Christen jetzt. Ich klammer immer wieder eine Handvoll aus, die Holofeeling sehr intensiv zu leben anfangen, der diesen Satz wirklich verstanden hat. Bring mir doch irgendeinen, der keine Feindbilder hat. Es geht nicht darum, dass man jeden Arsch um den Hals fallen muss, sondern es geht darum, dass ich für eine Geschichte, für einen Roman, um einen Roman darzustellen, brauche ich Charaktere. Es gibt doch keine Krimis, wenn es keine Verbrecher gibt. Es gibt nicht einmal gute Menschen, wenn es keine schlechten Menschen gibt, weil das ja alles einseitige Definitionen sind. Wenn man die ersten Schriften von Holofeeling sehen, wo ich immer wieder sage, du musst diese höhere Ebene, ein Tag besteht aus Tag und Nacht, die gleichzeitig da sind. Und ich darf die helle Hälfte, den Tag nicht mit dem ganzen Tag verwechseln. Ich darf dieses Gut in der Bibel, das Dorf, nicht verwechseln mit dem Gegenteil von schlecht. Das Lieben, das rote Lieben, platzt auf in Lieben und Hassen. Verbinden und trennen, plus minus. Ich darf diese rote Liebe nicht verwechseln mit der blauen Liebe. Du wirst dir eingestehen, dass du dein bisheriges Leben nur, wenn du von Liebe gesprochen hast, die blaue Liebe meinst, die immer selektiv ist. Eine Selektion von Sachen, die du liebst, wo zwangsläufig im selben Moment was entstehen muss, was du nicht liebst.
Es sind aber Facetten, das sind Gedankenwellen aus dir, das heißt, du liebst Teile von dir selbst nicht. Ja. Meinen ja. Mund, meine Nase, die liebe ich, mein Arsch liebe ich nicht, weil der stinkt. Du hättest ein Riesenproblem, wenn er nicht da wäre. Ja, genau. Oder meine alte Metapher mit dem Internet und dem Körper. Ja. Ich sage, der Körper hat unendlich viele Körperzellen und das Internet hat viele Internetzellen. Ja. Wenn du anfängst, irgendwas zu verbieten oder nicht zu haben, wie wenn du sagst, ich will keine Darmbakterien, ich will keine Kacke in meinen Darm, mit dem Dreck will ich nichts mehr zu tun, und was, du sterbst krank. Genau, so ist es. Du musst nicht drum kümmern. Ja, ja. Dasselbe ist, wenn du anfängst, irgendwelche Internetseiten zu zensieren, zu limitieren. Diese Schizophrenie, hier anfangen von Demokratie, von freier Meinungsäußerung zu sprechen und permanent eine Demokratie, die ständig Meinungen verbietet oder Meinungen einen aufzwingt, ja. Was man glauben muss, das ist immer auf den Glauben aufbauen. Ja. Das macht man ja selber, das machen doch keine anderen. Du wirst das erste Mal feststellen, dass du einen Schwamminhalt hast, den du nachäffst, was sich in der Mode, in deinem Geschmack, ich fange nicht nochmal an. Du zwingst dir doch die Einseitigkeiten auf. Mhm. Und dadurch erschaffst du in dir das Leid. Ja. Genau, so ist es. Wird irgendwann einmal klar werden müssen, dass wenn du dich schlecht fühlst, es ist niemals das Schuld, worüber du dich aufregst. Ja. Nicht einmal ein kranker Körper oder ein Bruch, wenn du dir beim Skifahren das Bein brichst. Das wäre alles kein Grund. Dein Bein hat keine Schmerzen. Das habe ich alles erzählt. Wenn das eine das erste Mal hört, hat er überhaupt keine Chance. Ja. Das wird sich irgendwann einmal wirklich mit sich selbst beschäftigen müssen und ganz gezielt beobachten, wie man sich auseinandersetzt, selber in verschiedenen Vorstellungen. Es sind immer deine Informationen. Egal, was du Geist erlebst, es ist eine hier und jetzt von dir wahrgenommene Information, die in diesem Moment in dir, in deinem roten Kopf existiert. Genau. Nochmal, du bist einseitig, das zu dem Existieren gehört immer noch ein Gegenteil. Ja. Und sagen wir wieder, wenn du jetzt zum Beispiel die Zahl 4 denkst, muss nochmal eine 4 da sein. Das illusioniere ich mit unseren Diapositiv und Dianegativ. Ja. Da ist immer noch ein Hintergrund da, erst wenn du dann wirklich einen Doppelschritt gemacht hast und du dir bewusst wirst, dass es eine Gedankenwelle ist. Genau. Die andere Seite bewusst magst, die dazugehört, kommst du in einen Zustand, wenn die zwei da sind, müssen nochmal zwei da sein, weil wir denken uns jetzt ja zwei aus, wenn ich einseitig bin. Das führt dich in den Einheitskreis mit den 4 Zonen. Genau. Jetzt siehst du, dass wir 2 plus haben, plus 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 minus und 2 minus, minus 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 plus. Ja. Da bin ich so oft drauf eingegangen, das sieht man schön im Schöpfungsschlüssel. Ja. Es ist halt unheimlich viel zu lesen und es geht nicht um das intellektuelle Wissen. Es geht um die einfachen Sätze. Mach dir bewusst, wenn du dich aufregst. Plus meistens ist, wenn du dich über was aufregst, ist eine Sicherung durchgebrannt und in dem Zustand ist kein Bewusstsein mehr da. Ja. Es ist zwar noch da, aber es ist in Ohnmacht gefallen. Du musst wahnsinnig glauben, dass du der bist und es ist was passiert, was dir nicht passt. Ja. Mit dem du nicht einverstanden bist. Die Angst, was zu verlieren. Die wissen, wie oft ich immer wieder sage, die Wünsche, die du in dir trägst. Und wenn du verstanden hast, was du bist, wünschst du dir nicht irgendeinen bestimmten Gedanken. Ja. Das ist ja schon wieder eine, die Gedanken liebe ich und die Gedanken liebe ich nicht. Das ist so, wenn ich immer sage, ich will nur noch das, was Gott will. Was will Gott? Das, was jetzt ist, sonst wird sie mir nicht auftauchen. Jetzt merke ich, dass ich mich über was aufrege. Gott will erst einmal, dass du lernst, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Dass du erkennst, dass es keinen Sinn macht, dass du Angst hast vor irgendeinen Gedanken. Ja. Einen Gedanken, wo du dir selber einredest, das könnte mich zerstören, weil du dich noch mit einem anderen Gedanken von dir verwechselst. Oder Angst hast, dass irgendein Gedanke vernichtet werden könnte, der schon vernichtet wird, wenn du an was anderes denkst. Ja. Selbst der Gedanke an den Körper, der du zu sein glaubst, der nicht existiert, wenn du nicht dran denkst, was übrigens hundertprozentig sicher ist. Weiß, ja. Und das hört man, du wirst feststellen, dein Ego schert sich einen Dreck drum, was ich dir erzähle. Das nenne ich die Filter, die in dir eingeschaltet sind. Oder dann, dass man meine, man müsste seinen Gedanken das erklären. Ja. Ich kann nicht oft genug sagen, du wirst niemals irgendeinem Menschen, der in dir auftaucht, das erklären können.
Es können welche auftauchen, die den Anschein haben, dass sie es verstanden haben, zum Beispiel jetzt dieses Pixelmännchen Udo. Es bleibt trotzdem ein Gedanke von dir. Ja. Eine Figur in deinem Traum, die letztendlich dir nur das erzählen kann, entweder als Pixelmännchen oder auf der VR-Brille als reale Person, was du jetzt träumst. Ja. Genau. Der träumende Geist in dem Moment, den du jetzt ich setzt, der ist auch was Ausgedachtes. Der muss das träumen, was das Programm herkommt. Und erst wenn du dich darüber hebst, wirst du wirklich zu einem Geist, der neugierig wird. Jetzt wirst du zu einem neugierigen Gotteskind. Darum sage ich immer wieder, das Holo-Feeling ist nicht für Menschen, die du dir jetzt ausdenkst. Es ist nur für den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Es ist nicht einmal für den, der jetzt vom Computer sitzt, der du noch zu sein glaubst. Da ist ein Kann, ein tiefer Kann in dir drin. Das ist das eigentliche Lebendige, das nenne ich Geisteswung. Das ist der Adressant, an den richtet sich Holo-Feeling. Nur an die, an keine anderen. Weil die anderen ja schon wieder was Ausgedachtes ist. Das von die anderen beginnt ja schon mit AND, die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Ja. Und ein anderer AND, die Schöpfung einer existierenden Öffnung, ist immer RR. Das sind zwei Sachen, die erweckt werden. Genau. Das ist auf der einen Seite dieser Charakter eines anderen, der zwangsläufig, wenn du jetzt diesen Programm laufen hast, glaubst du, du bist der. Das ist jetzt die große Frage. Du kannst dich jetzt ganz klipp und klar bewusst machen, wer glaube ich jetzt zu sein. Und das bestimmt jetzt, wie der aussieht, der vom Computer sitzt. Ja. Das ist wie mit die Wohnungen, wenn wir durch die Wohnungen laufen. Es sind dieselbe Worte, wenn ich so. Das bestimmt jetzt, wo du dich hindenkst. Grünau als Donis, nach Weißenburg. Wo sitzt du jetzt? Hier und jetzt. Das heißt, du baust eine Peripherie um dich herum auf und du bist immer das Zentrum. Das ist Holo-Feeling, überragt wirklich jegliche Form von Philosophie und Welten. Das ist überall, sie haben alle recht. Aber du wirst, wenn du da mal ein bisschen wach warst, wirst du feststellen, die können nicht anders wie immer wieder auf diese Raumzeitlichkeit zurück. Genau. Das ist das Wiederkommen, die Möglichkeiten, die du hast als Geist, wenn du ich bist. Dann triffst du in viele Erscheinungen auf. Erinnert euch jetzt hier in unserem Chat, der Satguru. Aha, ja. Wo ich mache, wenn du es jetzt nachrechnest. Ja. Der ist ein Monat jünger wie der Udo. Ist alles ausgedacht. Ist ein guter alter Freund von mir. Ja. Auch eine Rolle. Ein leichtes Erzählen, die meisten Sachen, wenn du dir das anhörst, sind extrem weltlich und raumzeitliche Beispiele. Ist Kindergarten-Esoterik. Nicht falsch. Ist eine Einstiegsdroge. Würde ich aber aufs Wesentliche, wie brutal ich jetzt das mache als Udo, würde ich das nicht hinweisen. Ja, genau. Das ist so das, was man in der Esoterik macht, dass man hier ja weiß, es ist alles in mir, ich bin ja eigentlich nichts. Aber dann werden die Beispiele sind sehr raumzeitlich, ohne darauf hinzuweisen, dass es keine Vergangenheit gibt. Das ist der Schwerpunkt, wo ich jetzt lege. Es gibt bloß das, was jetzt ist. Ja, genau. Und es kommt immer aus dir, die 200 Gramm rote Gnide, die sich ständig umformen. Und dann kommt natürlich das große Geheimnis der Vatersprache, das ja nur bei Holo-Feeling gibt. Genau so ist es, ja. Und dem muss man sich nähern. Das sind immer die ersten Ansätze. Das, was wir hier machen, ist eigentlich erst in einer, wenn ich jetzt das auf eine menschliche Entwicklung eines Trockennasenaffen-Menschen definiere, sage ich, wir haben unsere 3x3x3 Wachstumsstufen. Und du bist, wenn Holo-Feeling in dich eintritt, das ist jetzt bei euch vor über 20 Jahre, das ist die Phase, wo ich dir das sprechen lerne. Ja. Das, was wir mit den Buchstaben jetzt schon machen, das ist dann die nächste Generation. Ja. Das ist hier, wenn sich das austauscht, du wirst, ich kann es nicht oft genug sagen, du wirst von deiner Auflösung als Geist so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Genau. Du wirst von deiner Geburt nichts mitbekommen, das ist ein Konstrukt, und du wirst von deinem Sterben nichts mitbekommen. Ja. Du kannst die Menschen ausdenken, die geboren werden, indem sie aus der Matrix einer Frau herausschlüpfen. Du kannst eventuell auch beobachten bei anderen, wie die sich körperlich auflösen. Aber du bist nicht irgendeine Figur in deinem Traum. Es ist der blinde Fleck für dich selber als ausgedachte Figur, ist, dass dein eigenes Kommen aufgrund dieser Bilder
ist es ja logisch, dass ich ja auch aus einer Frau, aus einer Matrix herausgegangen bin und dass ich mich auch auflösen werde. Aber du machst das eine, denkst du dir eine Vergangenheit und zum anderen denkst du dir eine Zukunft. Und wenn du mal verstanden hast, dass Vergangenheit und Zukunft nur Gedanken sind, die von dir gedacht werden, die so sind, wie du sie denkst, in Maße der Logik, die du zum Denken benutzt, ja, öffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten. Ja. Und das ist ein Spiel, das spielt man ganz alleine. Darum betone ich immer wieder, dein jetziges Lebenprogramm ist maßgeschneidert, dich auf den richtigen Weg zu führen. Du hast natürlich deine Freiheiten, aber du wirst merken, wenn du auf deine einseitige Logik dich verlässt, führst du dich ständig in Sackgassen rein. Ja. Du musst dich wieder auf das Wesentliche ausrichten, dass du selbst bist. Genau. Und der Schlüssel dazu ist das Einverstandensein. Und jetzt schreibe ich das AIN mit einem Alle vorne. AIN heißt ja nicht existierend. Ja. Das heißt, du musst das Nicht-Existierende, das niemals existieren kann, als Ding an sich verstanden haben, selbst bist. Das ist das SAIN. Mhm. Das Bewusstsein, das nicht existiert, niemals existieren kann, das man auch nicht besitzen kann, weil etwas, was einer besitzt, ist schon wieder was Ausgedachtes. Man kann kein Bewusstsein besitzen, man kann keinen Geist besitzen, das kann man nur sein. Sobald ich mir das ausdenke, habe ich das Prinzip nicht verstanden. Das heißt letzten Endes, den Geist, den du manchen Menschen zusprichst, oder das Bewusstsein, das du manchen Menschen zusprichst, ist dein. Du bist das Bewusstsein. Du bist der Geist von dem, was du dir ausdenkst. Ich könnte jetzt das einmal reduziert, bewusst rot geschrieben, ein träumender Geist ist der einzige Geist in dieser Traumwelt. Und das ist auch der einzige, der wach werden kann. Das ist auch der einzige in dem Traum, der ewig ist. Die Figuren, die auftauchen, verschwinden in einem ständigen Wachsen, in einer ständigen Umformung dieses Geistes, die 200 Gramm Gnede. Die haben keine Überlebenschance. Die gehen immer im Moment dahin, wo sie herkommen. Sie tauchen jetzt auf und sie verschwinden jetzt, weil irgendwas anderes auftaucht. Ja. Das kannst du beobachten. Genau. Darum ist eben alles, was funktioniert, funktioniert auch nicht. Ja. Wenn du das weißt, dass das gleichzeitig da ist, bist du auf einer höheren Ebene. Ja. Es geht immer wieder, deine Erklärungsmodelle zwingen dich immer, ein Vorher und eine Ursache zu sehen. Im Weißenbuch Vortrag habe ich zum Beispiel gesagt, wenn jetzt in dir ein Bild auftaucht, das kann ich mir bewusst machen, ist es ein Bild, sind es Farbspritzer auf einem fetzen Papier auf meiner Brille oder sind es flackernde Lämpchen auf einem Monitor, dann entsteht dieses Bild, so wie jeder Gedanke, in dem Moment, wo diese Information in dir auftaucht. Auftaucht, ja. Und jede Erklärung, wo das vorher aufgekommen wurde, mit der Außen, musst du komplett streichen, weil sonst brichst du das zweite Gebot. Das ist es. Solange du das erste und das zweite Gebot brichst, wirst du leiden. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst. Wenn du dich mit die Hölle beginnt, in dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst und versuchst, den Leben zu halten. Mit all dem, was dazugehört, ich brauche ja Geld, dass ich mein Leben erhalte. Ja. Du brauchst nochmal eins drüber, der dich denkt. Ja, genau. Du brauchst erst einmal den, der dich ausdenkt. Das heißt, du brauchst dich selbst. Wenn ich jetzt dich, dieses Dich ist ja auch wieder so eine Sache. Wir wissen, diese geöffnete Berechnung, muss man mal kurz einschalten. Da wirst du nämlich gleich wieder ganz, ganz tolle Erkenntnis kriegen. Pass auf, was da passiert. Wir haben jetzt einen geöffneten Augenblick, ein geöffneter Augenblick, die AIN, haben wir gerade gehabt, jetzt können wir mal eine geöffnete Berechnung machen. Ja. Diese geöffnete Berechnung, das ist ja das Wort für Generation. Ja. Okay, da haben wir Alabaster, da haben wir jetzt erst einmal den Ala. Genau. Das ist alles Gott, wenn wir das A als H hinmachen, ist es ja die Beschwörung und der Fluch. Okay. Das wohnt aber in Aster, das wohnt in dem Aster, ist ja Esther, wo ich mich versteckt habe. Genau, ja. Dann ist O, heißt in ihm. In ihm ist eine geöffnete Existenz, das ist ein Urteil. Und das ist der Belag. B, heißt zwei auseinandergeschmissen im Geist. Genau. Jetzt kommt da noch Wohnen dazu. Und jetzt pass auf, ich habe zigfach schon gesagt,
Das also hier, wenn man so ein Zweierradig haben, kann man J dazwischen schieben, dann kriegst du das Wort dir. Es wird dir immer so erscheinen, wie du glaubst, dass es ist. Dieses dir, das heißt jetzt plötzlich zum einen Mieter und zum anderen heißt es Wohnungsinhaber. Der Wohnungsinhaber, das bist du selber. Du bist dieser rote Kopf und in deinem Kopf sind viele blaue Köpfe. Das ist das, das sind jetzt die Kisten, in denen du dich was reindenkst. Das sind die Mieter, die sich in dir eingenistet haben. Ja. Das heißt übrigens, mir heißt wer? Ein gestaltgewordener Intellekt. Wir schauen uns das ganz kurz an. Mi ist das hebräische Wort für wer, wird auch manchmal mit was übersetzt. Okay. Wo, wie, wenn, wer, wem, wen. Kurz vom Mim vor Wasser. Wasser ist Gestaltwerdung. Gestaltgewordener Intellekt. Blaues Wasser. Ja. Okay? Ja. Dann haben wir Ed. Das ist die augenblickliche Erscheinung. Das ist die Zeit. Und er heißt erweckt. Ja. Wer ist zeitlich erweckt. Okay. Genau. Öffnung einer intellektuellen Rationalität. Die R, siehe, das ist jetzt die Kurzform, dazu ist die Generation. Ja. Der Wohnungsinhaber, der hat Mieter, die wohnen in einem Stall für Kleinvieh. Ja. Das sind diese in die Kisten, das sind diese ganzen persönlichen Welten von Trockennasenaffen. Das ist für mich Kleinvieh. Ja. Es wird, wir öffnen in dir, wir sind ja ein Team, den Adam, immer alles genauso, es wird in dir immer alles genauso existieren und erscheinen, wie du es dir mit deinem Ego-Programm selbstlogisch ausrechnest und verwirklichst. Ganz einfach, ja. Steht doch alles schon da. Steht schon da. Und genau. Ego-B sprach zum Hauptmann. Haupt. Das heißt, wörtlich steht da, zu dir Bestimmer deiner selbst ausgedachten Welt. Gehe, der Geist ist eine Ehe hin, dir geschehe, wie du glaubst und weiterhin glauben wirst. Und mein Knecht wurde gesund in jeder Stunde. Ja. Weil du kannst deinen Glauben verändern. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir noch das Tor. Wir können eine Waffe dazwischen schieben. Du hast jetzt wieder die Generation, in denen du lebst und du bist das Zentrum dieser Generation. Es dreht sich alles immer nur um dich. Du wohnst aber im Zentrum. Ja. Das kann man sich durchlesen. Genau. Das ist das Prinzip der Vordersprache. Das ist eine ganz einfache Beschreibung. Jetzt hast du mal, dass da wirklich eine Matrix, ein Computerprogramm läuft in deinem Kopf. Gehirn ist ein Symbol. Ein Symbol wie der Krug, der zum Brunnen geht. Aber nichts, was irgendwie im materialistischen Sinne irgendeine Existenzberechtigung unabhängig von einem Denker hätte. Materie ist hochkonzentrierte Energie. Es ist immer wieder dieses Spiel mit der Energie, die sich ständig in eine andere Form von Energie umwandelt, ohne dass sie selber in irgendeiner Form vermehrt oder vernichtet werden kann, weil sie ein nicht denkbares Nichts ist. Das bist du selbst. Wenn du dich selbst verstanden hast. Das ist der Sinn, dass du in diesem Leben eigentlich verstehen solltest. Und wenn du es nicht verstehst, dann wiederholt sich halt das so lange, wie du wirst so lange sitzen bleiben in der Klasse und wiederholen. Aber im Jetzt, das ist das Spiel mit den Reinkarnationen, ist was ganz was anderes, wenn ich wieder meine, ich liebe, lieb nacheinander. Wir gehen ja nicht mehr in eine Vielfalt, in einer Raumzeitlichkeit, sondern in die Transversale. Du machst die Geschichten bewusst. Das kann man so schön an dem Mech-Chef, an dem Rechnungsführer, der letztendlich deinen Intellekt beschreibt. Die Darstellung, die Bilder, der Informationen, die einen ständigen Wechsel unterliegen, springen immer aus dem Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher ist das momentane Schwamminhaltprogramm, das du in dir laufen hast, sehr, sehr stark vereinfacht, das ja auch wiederum woher kommt. Und da wirst du ganz unten ist dann das Internet, was ich Gott sage, was das innerste Netz, in dem sich alles als ein Kontinuum verbindet. Das ist das, was mir möglich ist, dir mitzuteilen, was du mit deiner jetzigen Logik aufnehmen kannst. Immer daran denken, ich sage, wenn du dich als Computerprogramm siehst, ich kann nur in deiner Logik mit dir sprechen, aber die reiht sich jetzt das da mal aus. Da nützt dir das ganze Geschwätz der Welt überhaupt nichts mehr. Weder das politische, noch das esoterische und schon gar nicht das naturwissenschaftliche Geschwätz.
Genau. Wohlgemerkt, alles stimmt, was die behaupten, aber nicht ihre Erklärungsmodelle. Ja. Ihre Vorstellungen, die sie aufbauen aufgrund der Wurzeln, die sie zum Denken benutzen. Denk an unser H2O. Ja. Mhm. Oder das Eisen. Ja. 26, Ferro. Genau, Ferro steckt. Eisen, kann ich wieder zwei Möglichkeiten. Kann ich das nicht schon sehen, aber ist nicht das Bewusstsein eine Eheexistenz? Stell dir die Worte jetzt vor, buchstabentechnisch. Ja, ja, ja. Das Element 26 ist ja Eisen. Ja. Jetzt mache ich Ei, sehen, sehen. Genau. Kann ich das Ei mit einer 11 als 11 schreiben? Als 11 heißt es zum einen wo, dann habe ich ein doppelt aufgespanntes mit einem O hinten ran. Ja. Das heißt aber nichts, weil was hier um dich rumkreist, ist eigentlich nichts. Was ist die Erdkugel, wenn du die jetzt denkst? Nichts. Eine Information. Was ist die als Ding an sich? Auch nichts. Eine Vorstellung, die als Ding an sich eigentlich nicht ist. Ja. Das gilt für alles, was du denkst. Gedanke. Wenn du jetzt an den Udo denkst, dann hast du auf der Verabredung das Pixelmännchen. Jetzt sagst du natürlich den Udo, den du dir jetzt nach Weißenburg denkst, der ist jetzt in deinem Kopf. Daraus ist nichts. Zweites Gebot halten. Ja. Der ist eine Information wie die Erdkugel, aber das, dann ist er als Ding an sich nichts. Da habe ich ja keine Angst vorm Sterben. Genau. Ich kann nicht sterben, ich bin schon tot. Ja. Ich bin so viele. Mhm. Ich sage immer wieder, ihr werdet doch wohl nicht glauben, dass ich mich für irgendeinen fremden Arsch in Arsch so aufreiß. Ich bin du. Mein Spiel beginnt mit ich bin du, aber ich meine nicht den, der du zu sein glaubst, sondern der, der du als wirklich bist für deine eigene. Ja, das ist es. Okay. Keiner steht näher wie ich. Das ist das, was ich dir erkläre. Und die Erscheinungen, da hat man einfach die Liebe, spielt die Rolle ganz normal weiter und du wirst ganz deine Einstellung zum Menschen ganz verändern. Das wird auch wieder kompliziert, das sind viele Fehler, wo ich immer wieder sage, das, was du einem Nächsten tust, tust du letzten Endes dir selbst, weil du ja die Rollen auch spielen musst. Aber wenn ich sage, du musst die ganzen Rollen spielen, müssen zwangsläufig Kategorie 2 welche da sein, die du nicht spielen musst. Nein, du musst immer wieder nachbessern, weil eure, sage ich jetzt, egal welchen Geistesfunken du zur Zeit, welchen Roman du lesen musst, welches Leben du erlebst, immer zu einem systemrelevanten Parameter gehört das System nicht relevanter Parameter. Denk an meinen Kabelstecker. Ja. Fange ich jetzt nicht nochmal an. Genauso ist es, dass hier, wenn ich sage, alles, was du in deinem Traum deinem Nächsten tust, tust du dir selbst, weil die ganzen Menschen, die in dir auftauchen, diese Kisten sind ja auch Programme, könnte ich jetzt denken, und du musst dieselben Leben leben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der Doni, dann taucht der Udo in mir auf, dann helfe ich nicht den Doni, sondern ich helfe mir den Geist, der die Rolle vom Doni spielt. Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Aber das ist auch, wenn ich sage, du musst die Leben leben, dann muss es auch einen Zustand geben, wo du die nicht lebst, weil das ist eine einseitige Aussage. Du kannst nur einseitig denken. Das ist sehr wichtig. Lass das auf dich wirken. Wie habe ich das zu verstehen? Kann ich dir auch erklären? Wir denken uns jetzt wieder ein Videospiel mit Internetvernetzung. Und in dem Videospiel, ob jetzt das Autorennen sind, das ist jetzt blöd, wir machen einfach ein Videospiel auf eine Welt und da spielen jetzt, treffen sich im Internet, in irgendeinem Chat, treffen sich 5, 6 Mann und die spielen in diesem Spiel irgendwie Krieg. Ja. Und das sind aber hier wesentlich mehr als 5, 6 KIs, die auftauchen. Wohlgemerkt, der normale Mensch, dein Schwamminhalt ist im Prinzip dasselbe wie ein KI. Ja. Du hast eine KI, hinter der ein Geist steht. Genau. In einem Videospiel, wenn du alleine spielst, ist ein Männchen, das du bist, aus der Ego-Perspektive, das, was dich steuert, ist deine KI. Ja. Aber du bist der Geist, der das erlebt. Und wenn du jetzt in einem Singleplayer-Modus spielst, sind da so viele Menschen, mit denen du interagierst. Deine KI interagiert mit anderen KIs. Aber hinter denen steht kein anderer Geist. Ja. Nur dein Geist. Ja, du aber sagst, das bin ich nicht. Jetzt können wir uns so einen Zustand denken, wo hier meinetwegen irgendeine Gruppe ist von 200 Mann, ein Kriegsspiel, und da bist jetzt du steuerst dein Männchen mit deiner Logik, deiner KI, mit deinem Schwamminhalt, und da sind jetzt nochmal 5 Mitstreiter, wo du vorher, zeitlich normal gesprochen, ausgemacht hast, wir spielen jetzt dieses Spiel, und du weißt jetzt, diese 5 anderen sind auch Geistesfunken.
Aha, ja. Okay, das bist du mit den anderen Programmen und alle anderen KIs sind reine abstrakte KIs. Ja. Mhm. Was will ich dir damit sagen? Das, was du an den anderen Ort tust, du dir selbst. Das gilt aber bloß für die KIs, hinter denen ein Geist steht. Ja. Wenn du dich bemühst um eine reine KI, ist ja. Das verschwendete Zeit. Mhm. Darum ist es so wichtig, wenn du jetzt interagierst, ist hinter einer Maske schon ein Hauch von deinem Geist, ist du ein Geistesfunken dahinter. Mhm. Weil wenn du hier anfängst, irgendjemandem zu helfen, ist das verschwendete Energie, wenn da kein Geist dahinter ist. Das ist so, wenn du versuchst, einen Computer was zu erklären. Genau. Ich erkläre das ja nicht einem blauen Ich, sondern den Geist, der mit diesem blauen Ich arbeitet. Mhm. Ich weiß jetzt, wenn ich mir die KI Doni und Helene ausdenke, wo ich mich sehr bemüht habe die letzten 20 Jahre, dass hinter denen ein Geist steht. Das zeigt mir die Neugier, wie sie auf den Udo reagieren. Und dann mache ich das für mich selbst, weil ich das ja bin, der die Rolle vom Doni und der Helene nahm. Wir sind jetzt wieder in Bezug auf Follow Feeling austauschbar. Ja. Wenn ich jetzt aber einen anderen Menschen habe, der ganz normal in mir auftaucht, der nur negativ ist, wo keine Neugier ist, ist es nur eine KI ohne einen geistigen Andal und ich sage, löse dich sofort und lass ihn wieder in dich reinfallen, das ist Energieverschwendung. Wenn du durch die Fußgängerzone gehst und da sitzt einer und der bettelt. Ja. Ich denke mir jetzt einmal so normal mit dem Bus herangekarrt aus Rumänien, dass sie da einsammeln auf Mitleid machen. Ja. Ich sage, dann geht's an, das ist eine reine KI. Ja, ja. Mhm. Das heißt, wenn du da jetzt spendest, hilfst du überhaupt keinen. Ja. Du bläst nur dein Ego auf, das Thema hat man so oft, du wirst mit einem Bild konfrontiert, du fühlst dich scheiße und dann gibst du was. Jetzt vor Weihnachten haben wir ja wieder Sammeln für die Kinder, Herz für die Welt. Und dann werden dann hungernde Kinder, blutige Kinder, egal was wird ein, um diesen Mitleidsparameter, um an das Scheißdrecksgeld zu kommen, um mit Geld irgendwas besser zu machen in der Welt. Das Problem ist es Geld. Genau. Diese Verhurheit, ich könnte heute Morgen schon wieder, wo ich die Zeitung durchblätter, das ist dermaßen, das wird immer perverser, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja. Medizin, Vergabung von, ich muss doch meine Medikamente nehmen, das ist so ein Entwürdigen des eigenen Geistes. Wirklich wahr. Eine unendliche Entgeistigung von dir selbst, wenn du das Spiel mitspielst. Ja, schlimm, ja. Das ist, man muss sich öffnen für was vollkommen Neues. Und immer daran denken, wenn wirklich was vollkommen Neues, wird deine Logik abstürzen, es wird für dich böse, falsch, verkehrt erscheinen, es wird Angst in dir auslösen, ohne Ende. Mhm. Das ist auch, wie so viele ein Feindbild haben, Follow Feeling. Weil Angst, weil man Angst mag, das zerstört ja meinen jetzigen Glauben. Ja. Alles, was ich ein Leben lang geglaubt habe, was mir logisch erschienen ist, Programm halt, zieht mir praktisch das komplett entzieht. Reißt mir den Boden unter den Füßen weg, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich gesagt, du stehst nicht auf einer Erdkugel. Ja. Mhm. Genau. Und das macht Angst. Aber da muss man einfach nur zuhören. Einfach nur aufmerksam zuhören. Es ist kein Akt, des intellektuellen Wissens Holofeeling zu verstehen, obwohl der unendliche Intellekt mit im Hintergrund mitschwingt. Es ist ein Akt von Bewusstsein. Und nochmal, Bewusstsein zeigt sich, wenn du mit jemandem mit was konfrontierst, wo seine Logik abstürzt, dass er neugierig ist. Ja. Wenn diese Neugier nicht da ist, diese Offenheit für eine andere Perspektive, das ist ein Beispiel. Mhm. Jede einseitige Vorstellung von richtig ist fehlerhaft, weil zumindest die Kehrseite fällt. Mhm. Einseitige Wünsche, ich will nur gesund sein. Mhm. Wie soll ich das noch sagen? Welcher Bauer will nur, dass die Sonne scheint? Deine Logik würde alles kaputt gehen lassen. Selbst wenn ich jetzt sage, die Menschen sind ab morgen nicht mehr krank. Es würde der größte Chaos, kein Krieg über zu viel Chaos in deinem momentanen System auslösen, wie wenn ab morgen keiner mehr krank wäre. Es würden innerhalb von wenigen Wochen würden Millionen von Menschen arbeitslos sein. Mhm. Es würde das ganze Wahnsinnssystem des kapitalistischen Geldverdienens würde zusammenbrechen. Mhm. Verlogenheit, das will doch keiner. Das muss dich aber nicht interessieren, was andere wollen, sondern spielt diese Gedanken durch. Ich mache öfters einmal Gedankenspiele in meinem Kopf. Ja. Dass ich jetzt mir zum Beispiel denke, ich rede jetzt mal normal als Udo, wir machen so eine Schnickschnack-Geschichte. Ja. Ich werde gleich merken, worauf ich hinaus will. Oder du wirst es merken, hoffe ich. Der, der mich jetzt ausdenkt als Pixelmännchen. Ich denke mir, ich als Udo Brösel
müsst ihr einen Vortrag halten vom Bundestag oder von der Bischofskonferenz. Mhm. Was würde ich denen erzählen? Und dann spiele ich so viele Sachen durch und ich sage dann wieder, es ist eigentlich, es verläuft dann immer im Sand, weil letzten Endes versuchst du, Gedanken von dir irgendwas zu erklären. Genau so Gedanken, ist. Kein Bewusstsein da ist. Ja. Du kannst dir schon feststellen, wenn wirklich Bewusstsein da wären, wären sie nicht in der Rolle, in der sie drinstecken, hätten sie die schon längst verlassen. Ja. Es kann einer, der einen Hauch vom Bewusstsein hat, kann sich nicht in eine politische Partei einbringen. Weil dann hat er das Wesentliche, nämlich die Einseitigkeit, nicht verstanden. Ja. Mhm. So ist. Es ist ein ständiges Bekämpfen von Feindbildern und er ist so weit weg mit dem, was es wirklich geht, diese Demut des Einverstandenseins. Mhm. Ja, nicht vereinbar. Das ist das Entscheidende. Es ist immer wieder, du kannst einen geistlosen Gedanken von dir nicht erklären, dass er ein geistloser Gedanke ist. Ja. Also musst du jetzt erst einmal Gedanken machen, wenn eine Figur in dir auftaucht, ist da eine Verbindung in irgendeiner Art und Weise zu dem, was du selbst bist, zu Geist. Ich rede jetzt nicht von der Personifizierung. Und ich kann immer nur sagen, das zeigt sich durch Neugier und durch Toleranz. Ja. Sobald du jetzt normal auf deiner normalen Traumebene als Figur mit einer anderen Figur konfrontiert wirst, du schaust ja auch durch deine Filter, durch deine Masken, und es ist nur Einseitigkeit und Rechthaberei und keine Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Die werden Holofilm niemals verstehen, weil das erfordert die absolute Toleranz gegenüber allen Meinungen, weil du dann zu verstehen hast, dass wirklich jeder Recht hat, aber nur ein bisschen. Und dass all diese Meinungen wie kleine Untersysteme sind, die was Größeres aufbauen. Wenn ich jetzt einen Farbfernseher zum Beispiel nehme oder einen Computer, sind es verschiedene Einzelteile, Einzelbaustufen. Ein Autobeispiel mit einem Kabelstecker. Vielleicht noch ein. Was hat der Kabelstecker mit einem Stück Schlauch zu tun? Und mit einem Zahn? Eigentlich oberflächlich betrachtet gar nichts. Das eine ist ein Stauch aus, was weiß ich, aus Plastik oder Gummi. Das andere ist Kupfer. Der Stecker ist aus Kupfer. Das Zahnrad ist aus Stahl. Das sind Teile von einem Auto. Genauso ist das die ganzen Meinungen, die Glaubenssätze, die Schwamminhalte der Menschen. Sind Teile vom Heiligen Ganzen. Ja. Schon aufgrund der Tatsache, weil du das ja dir vorstellst, aus dir herausdenkst und vor dich hinstellst, so wie ihr Bild in dir auftaucht aus einer Datei, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise, wenn das auftaucht, an der Datei was verändert. Genau, so ist es, ja. Da steckt alles drin, wenn du das verstehst. Und wie gesagt, mein Erfahrungswert mit Menschen selbst ist es, es ist ein Prozess in Zeit gesprochen, vom ersten Mal hören, bis es verstanden ist. Rund 20 Jahre oder über 20 Jahre. Wenn man am Ball bleibt. Ja, genau so ist. Jetzt kann man natürlich das am Ball bleiben auch sehr vielfältig auslegen. Ich meine damit nicht, dass du auf der Erdkugel bleiben sollst. Nein. Sondern Beal heißt im Gott. Genau. Jetzt wird dasselbe Wort, kriegt eine komplett andere Vorstellung. So wie unser Krebs ja auch von einem süßen Schalentier zu einer hässlichen Krankheit werden kann. Genau. Was die Probleme übrigens, das sage ich jetzt einfach, ich postuliere es, wir hätten 90% weniger Krebskranke, wenn nicht jeder, welcher einen Bibifax zum Arzt gehen würde und wird dann vom Arzt feststellen lassen, dass in dir Krebs drin ist. Würdest du das wie eine Grippe nehmen und sagst, das kommt von allein und das vergeht von alleine, würdest du wirklich feststellen, dass du gar nicht mitkriegst, dass du Krebs hast? Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Prinzip, ja, der macht ja Hammer. Ich sage, ich mache kein Hammer. Ich mache genauso wenig Hammer, wie ich normale offizielle Medizin mache. Das sind ja auch wieder zwei Seiten. Genau. Kategorie 2, wer von beiden hat recht? Die Frage stellt sich für dich nicht mehr, wenn du ich bist. Ja. Wo kommt es her? Aus wie? Nur aus dem. Du all. Du Gott. Du bist Gott und du bist nichts. Und aus dir entspringt das und du schaust immer nur in eine Richtung. Das ist das perspektivische Sehen. Das ist das Erste, was du dir wirklich klar machen musst. Und dann das Bewusstsein bekommen, diese Kleinigkeiten, wenn Wünsche in dir auftauchen, dann hast du ein Gefühl von Unzufriedenheit. Ich kann nicht oft genug sagen, es taucht in dir ein Gedanke auf, den stellst du dir vor, ich möchte, egal was, du fühlst dich unwohl.
Der Witz ist, du hast das, was du dir ausdenkst, dir besessen, bevor du dir es ausgedacht hast. Ja. Jetzt musst du bloß begreifen, dass selbst wenn du dir was ausdenkst, das gar nicht, du besitzt es ja immer noch in dir. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Genau. Aber genau das ist das, was dich Lebendigkeit spüren lässt, und das ist das, wo ich dir was beibringe. Ja. Das Leben ist ein Lernprozess, ein riesengroßer Lernprozess. Dazu musst du erst einmal schlafen. Ja. Darum haben wir ja unser Shin und He. Mhm. Das Schlafen, das ständige Wiederholen und das Lernen, dasselbe Wort im Hebräischen. Und das ist auch das hebräische Wort für Ja. Das heißt immer wieder, wenn man in der Tora, im Tenach, wenn man Ja oder Jahre lesen, wahrlich, ich sage dir, ein Jahr ist wie 1000 Jahre, ich habe das so oft erwähnt, da steht Shin Nun He. Ja. Eine logisch existierende Wahrnehmung, wenn man das blau macht. Ja. Und sie wiederholen sich so lange, bis sie durchschaut sind. Mhm. Wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkannt hast, dass die Ursache, dass du geistig schlecht bist, ist, weil du dich über irgendwas, was in dir auftaucht, ärgerst, weil du es nicht haben willst, weil du dir was einredest, was du haben möchtest und angeblich nicht hast, obwohl das, was du in dem Moment denkst, etwas ist, was du dir ausdenkst. Genau. Du hast es, bevor du dir es ausdenkst, dann bist du sogar in der Gnade, und wenn du dir es ausdenkst, dann hast du es doch auch, dann ist es deine Information. Mhm. Ja, es ist doch ein Unterschied, ob ich mir jetzt einen Computer wünsche oder ob ich den besitze. Ja, das sind schon die Sackgassen. Es ist zwar alles unheimlich logisch, aber es ist nicht besonders geistreich. Ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Habt ihr sonst noch was? Danke. Nur Danke sagen, und wir lieben dich unendlich. Wir schauen uns einmal, was uns das Jahr Kaff-Kaff bringt. Kaff-Kaff, genau. Kaff. Jawohl. Aber möglicherweise. Wenn es scheiße ist, muss der den CC-Cleaner installieren. Das ist Kaff-Kaff. Genau. In mir. Okay, ihr rührt euch wieder, ne? Wir rühren uns. Was euch danach ist. So rund um den 23. Bis gleich. Ciao. Bussi an die Mario. Danke.